So, moin und willkommen. Es geht weiter bei Enigmatis vermisste Maple Creek. So. Ich laufe jetzt mal dahin, wo ich glaube, dass ich hin muss. Und ja, das ist alles. Leider bin ich hier in völliger Stille alleine. Aber naja, vielleicht ändert sich das ja noch. Ah. Okay. Kurzer Zwischenstopp. So, also, was ich noch kurz sagen möchte, für mich ist es etwas länger her, dass ich dran saß. Ihr merkt es ja nicht, weil ich ein bisschen vorproduziere ja manchmal und deswegen fällt das nicht weiter ins Gewicht. Muss ich mich deswegen vor euch rechtfertigen? Nein. Mache ich das trotzdem? Ja, natürlich. Ich will euch auch erklären, warum. Also ich glaube, es ist jetzt fast ein Monat her, dass ich die letzte Folge hier aufgenommen habe. Und danach war ich dann eine Woche weg. Und danach lag ich dann anderthalb Wochen mit einer richtig schön schweren Grippe flach. Da ging ja nicht viel. Und im Moment mache ich seit anderthalb Wochen ein Praktikum und muss dafür halt noch alles Mögliche vorbereiten. Und deswegen ist es im Moment ziemlich schwierig, noch zwischendurch hier zum Aufnehmen zu kommen. Aber glücklicherweise habe ich jetzt gerade eine freie Minute und die möchte ich doch sehr gerne nutzen. Und ich glaube, die nutze ich jetzt als erstes mal, um zur Farm zu gehen. Ja, eigentlich wollte ich jetzt das Auto mal ein bisschen in Gang bringen, aber nein. Pünktlich zum Auftakt empfängt ein das Spiel mal wieder mit einem Riesenhaufen von Scheiße. Das kann ich ja jetzt so eigentlich alles überhaupt nicht gebrauchen. Eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen in der Story noch vorankommen. Beim letzten Mal oder in den letzten zwei Folgen lief das ja doch eigentlich ganz gut. Da wollte ich jetzt auch eigentlich dran anknüpfen. Aber nix ist. Also so langsam muss ich ehrlich sagen, regen mich diese Szenerien doch etwas auf. Und da kann die Musik jetzt auch nichts mehr retten, ja? Es liegt einfach so unlogisch rum, das ganze Zeug. Wer klopft denn da die ganze Zeit? Ich kann so nicht arbeiten. Und das Schöne ist, wenn man sich die Folgen dann nochmal anguckt, dann weiß man nach zwei Sekunden schon, wo alles ist. Und wenn man jetzt hier live und in Action davor sitzt, dann findet man die einfachsten Sachen nicht mehr. Hä? So. Das ist ein psychologischer Effekt irgendwie. Wenn man einmal auf den Tipp klickt, dann findet man auch noch meistens noch einen weiteren Gegenstand dazu. Ohne dass man hier danach gefragt hat. So zum Beispiel. Und was können wir noch machen? Ja, also was das hier für eine Wohnwagenküche sein soll, weiß ich nicht. Ich meine, ein Wohnwagen ist ja eh nicht so groß. Aber der Typ schafft es auch noch, den Wohnwagen voll zu stopfen.
sodass man sich hier keinen Meter mehr drehen kann. Ich weiß nicht, wie man hier durchkommt. Also, es sind ja keine Szenerien, die man an sich begehen kann. Eigentlich sind es ja alles nur Anschauungsmaterialien. So, jetzt wird nur noch die dritte Radmutter. Also wir basteln uns hier, glaube ich, langsam ein eigenes Auto zusammen. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass wir die Radmuttern mitnehmen, weil... Ja, ich konnte doch gerade was machen. Jetzt nicht mehr? Nein. Ja, Wahnsinn! Wahnsinn! Wie ich mit dem Spiel interagieren kann, wie ich mit der Umwelt in diesem Spiel interagieren kann, ist einfach nur zum Brechen. Ganz ehrlich, leck mich doch am Arsch. Weißt du, jetzt habe ich wieder eine halbe Folge in diesem Scheiß verschwendet. Ach, und ich muss zum dritten Mal den Tipp benutzen. So. Und weg hier. Was habe ich gesagt? Wenn es jetzt noch eine Szenerie gibt... Tja, also liebe Leute, lehnt euch zurück. Also wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, ihr habt überhaupt nichts verpasst, außer dass ich in zwei Szenerien einen Haufen Scheiße mitgenommen habe. Ich glaube, ich rufe euch dann so ab Minute 12. Da können wir mal reingucken. Vielleicht habe ich bis dann ja irgendwie was geschafft. Weiß ich nicht, aber ich glaube, das könnte noch ein bisschen dauern. Bis ich hier fertig bin. Ja, ja. Das ist doch echt nicht wahr, oder? Okay, was ist denn das hier? Herbizid. Das ist bestimmt irgendeine Art von Gift, aber... Was für ein Gift das sein soll? Also ich muss sagen, davon habe ich noch nie gehört. Das geht unter die Kategorie unnützes Wissen. Na bitte, was habe ich gesagt? Na, ist das Hufeisen wieder irgendwo aufgemalt? Wie ja hier alles aufgemalt ist. Ah nein, ist es nicht. Was ist denn das für ein Bohrer? Sowas verkaufen sie ja nicht mal im Hagebaumarkt. So. Endlich, jetzt habe ich auch eine Kettensäge. So, womit mache ich die jetzt fest? Muss ich die überhaupt festmachen? Nein. Jawohl, jetzt habe ich auch noch eine Kettensäge. Ja, ich würde sagen, damit kann Texas Chainsaw Massacre einpacken. Denn jetzt komme ich. So, Wagenhebergriff. Kann doch schon mal daran, bestimmt. Womit mache ich das denn? Damit? Die Mutter ist rostig. Dann ölen wir sie doch einfach. Wie wär's denn? Jetzt? Jawohl! Und wieder runterlassen. So viel Zeit muss ja sein.
So, jetzt füllen wir noch ein bisschen Öl rein. Benzin natürlich. Machen das Ganze ordentlich zu. Entfernen uns davon. Widmen uns dem Rad. Und ich würde sagen, jetzt bauen wir unseren Fluchtwagen. Upsala. Ja, also wenn wir jetzt schon den Fluchtwagen bauen. Das Lustige ist ja, ich habe ja in Folge 6 gesagt, das wird bestimmt unser Fluchtwagen. Und was ist, ich hatte recht. Ups. Und festdrehen. Ach, du hast nur zwei festgedreht und das reicht. So ist das also, aha. Ja, ja. Ja, also ich denke, lange wird das Finale nicht mehr auf sich warten lassen. Also wenn man mit einer Axt, einem Messer und einer Kettensäge bewaffnet ist, ich weiß nicht, was man da noch sagen soll. Fahre zur Tankstelle. Na, endlich! Und diese lustigen interaktiven Steuersymbole sind ja eh der Hammer. Los geht's! I have to take care of this tree. Ah, endlich spielt die Dinge hier auch mal eine Rolle. Ich dachte schon, das spielt in dem Spiel überhaupt keine Rolle mehr. So, Kettensäge, walte deines Amtes. Halt! Erst das Eichhörnchen. Und die Fledermaus. Ich kann hier jetzt keine störenden Tiere gebrauchen. Nee. Jawohl. Ups. So, fahren wir zur Tankstelle. So, jetzt wird getalkt. Frauenplausch. Mein Boyfriend ist still not here. Don't worry. He'll be here any minute. Und jetzt, das war ja mein Gespräch. Was soll ich jetzt tun? Ja, ich glaube, ich gehe noch in der Angeln, oder? Kommst du mit? Was tue ich jetzt? Ich verjage Eichhörnchen. Hm, wo war denn der? Na, der kam ja aus der Richtung. Gucken wir doch mal. Nein, er ist nicht mehr hier. Was das hier werden soll, weiß ich nicht. Müssen wir nochmal zum See. Nö, hier ist auch niemand zu Hause. Dann muss ich, glaube ich, nochmal... Oh Gott! An den Scheiß hatte ich ja gar nicht mehr gedacht. Im Versteck gefunden. 268. Mhm. Keine neue Schlussfolgerung verfügbar. Das ist jetzt irgendwie enttäuschend. Gut, dann schaue ich zum Abschluss nochmal hier vorbei. Oh nein! Ich hätte es nicht tun sollen. Ich wusste es einfach. Ich hätte es einfach nicht tun sollen. Weil das hier ist eine der schlimmsten Szenerien überhaupt. Also hier findet man wirklich... nichts. Nee. Also das wird jetzt wieder eine klein bisschen längere Folge. Einfach nur aufgrund von diesem Scheiß. Ja, ich rege mich gerade maßlos auf. Und das wahrscheinlich völlig zu Unrecht. Aber ich glaube, ein bisschen recht habe ich trotzdem. Vor allem scheint er irgendwie 5 Kulte auf einmal zu... Wie sagt man denn?
Er scheint 5 Kulten auf einmal anzugehören. Sagen wir es doch einfach so. Bronzekeil. Nee. Warte mal. Ich hab doch gerade... Was habe ich denn gerade hier weggeklickt? Ich dachte, das wäre das Kreuz. Gut, dann noch ein Kreuz. Wir haben hier nicht genug Kreuze in unserem Leben. Wir alle haben ja ein Kreuz zu tragen. Manche sogar 2. Und sowas bringt mich dann wirklich völlig auf die Palme. Ich muss auch sagen, da geht mir ein bisschen die Lockerheit ein bisschen verloren. Bei sowas. Also es tut mir leid, dass wir jetzt an so vielen Szenarien hier festgehangen haben und storymäßig nicht viel passiert ist, aber... Ach, eine Waage brauche ich auch noch. Komm, eine Gewichtswaage. Mach's doch mal einfach. Und ansonsten wird es jetzt schwierig. Brauche ich jetzt noch zweimal den Tipp? Muss ich jetzt noch zweimal das Symbol? Ah, das war jetzt aber echt hardcore. Oh Mann. Okay. Offensichtlich muss ich in Sachen Symbolik noch eine ganze Menge lernen. So, und jetzt ist Ausschluss vorbei. Schon viel zu viel Zeit wurde hier verschwendet. So. Also, wir sammeln weiter fleißig Messingkeile. Unser Inventar hat sich rapide geleert. Wir haben ein Auto repariert. Und jetzt müssen wir noch den Typ vom Land finden. Und uns immer noch mit unseren beiden Gegnern auseinandersetzen. Also, all das machen wir hoffentlich beim nächsten Mal. Bleibt dran und bis dann.